vielleicht zu hoch gepokert. Vielleicht lieg ich bald da, so wie Proof in like Toy Soldiers. Und meine Tränen frieren ein. Mein Herz steht in Flammen, meine Seele wird zu Eis. Wenn es sein muss, sterbe ich allein. Doch ich hab mich entschieden, dieses Leben oder keins. Da, 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 da. Hä? Hat ihn nicht gestern released? Aha. So you wanna be a rap superstar? Yes, your bad moms Jay und Chumpa. Chump around. The official visualizer. Let's go. Ich hab irgendwie das Gefühl, bei Bad Moms Jay muss ich immer so viel davor sagen, aber ich sag jetzt einfach mal, das schaffe ich nicht. Aber, ich versuche jetzt wirklich mal wenig dazu zu sagen. Mir ist in dem Fall jetzt einfach mal, auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht, aber es ist mir jetzt einfach mal scheißegal, wer den Text geschrieben hat. Ich achte jetzt einfach nur auf das Produkt und ziehe mir das rein. Ach so, ihr müsst natürlich wissen, dass ich das gestern schon mal gesehen habe, diesen Song. Mich allerdings dummerweise im Nachhinein meinen Stream gelöscht habe, meine Freunde. Ja, deswegen sitze ich jetzt heute wieder im Stream, ja, mit 47.000 Live-Zuschauer am frühen Samstagmorgen und zieh mir das Ganze noch einmal rein. Wie eine Kokain-Line. Ey, let's go. Daddy. Jumper, make a jump. Wow. Also, das Wow. Wow. Erinnert mich, und ich will da nicht sagen, dass ich daran orientiert wurde, aber das erinnert mich an den Song War, Wow von Alias. Ali, Grüße gehen raus. Jumper, make a jump. Wow. Wow. 2019 an meinem Birthday war ich noch broke. 2019 an meinem Birthday war ich noch broke. Bro, wenn ich mich heute sehe, Bad Moms First Place, Gott ist so groß. First place, Gott ist so groß. Birthday war ich noch broke. Birthday war ich noch broke. First place, Gott ist so groß. Nice Reibe auf jeden Fall. Birthday war ich noch broke. First place, Gott ist so groß. Jetzt suchen sie Stress, wollen meinen Respekt. Oh, Junge, lass los. Oh, Junge, lass los. Sie betont auch geil, halt auf jeden Fall. Jetzt suchen sie Stress, wollen meinen Respekt. Oh, Junge, lass los. Lass los. Ich sage nur noch zu meinen Day Ones. Ihr seid Bros. Was ich auch sagen will, ist, dass sie sehr viele ihrer Texte damit füllt, von wegen, ich war da und bin heute da, früher broke, heute top, aus dem Elend gekommen, bis dahin geschafft, früher alles scheiße, heute alles geil, früher Plastik, heute Gold und diese Gegensätze. Und ich muss sagen, dass ich mich damit identifizieren kann und aber auch erst seitdem es bei mir persönlich, aus meiner Sicht, persönlich bei mir auch läuft. Also seitdem ich mit diesem ganzen Zeug, was ich hier mache, meinen Lebensunterhalt verdiene und mein Geld verdiene, habe ich auch so diese Momente, wo ich mich damit wirklich identifizieren kann, und das spiegelt sich auch jetzt echt in neuen Tracks von mir halt wieder. Da rappe ich auch genau da darüber, so, ne? Von wegen so, I made it, früher in der Klapse, heute hier, früher zwischen Junkies, heute hier. Und so, deswegen finde ich diese Thematik so 0815, sie vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, irgendwie ganz nice. Meinen Day Ones, ihr seid Bros. Alles sind mir real, keine Silikone. Keine Fake Streams, echte Million. Alles sind mir real, keine Silikone. Keine. Das ist nice. Jetzt klingeln bei meinem Major wieder Telefone, weil ich mir die Eins und ihre Kopf verdammte Hero hole. Sie rappt es schon einfach geil. Sie rappt es teilweise wirklich geil. Und selbst wenn sie diese ganzen Texte geschrieben bekommt, sie rappt es trotzdem geil. Soweit über ihn, sie brauchen Teleskope. Brauch nicht mal einen Beat, ich fick auf Metronome. Soweit über allen, sie brauchen Teleskope. Ich brauch nicht mal einen Beat, ich fick auf Metronome. Das ist auch nice. Ah. Teleskope. Brauch nicht mal einen Beat, ich fick auf Metronome. Surfer Big Waves, 1000 Meter hohe. Was für Drip, ey, das sind Regenbogen. Es ist halt auch von den Reimen. Ist das auch geil. Also sowohl Flow, Betonung als auch Reime sind wirklich geil. Ich surfe, ich meine, sie kommt die ganze Zeit auf die Teleskope, Telefone, Metronome, Meterhohe, Regenbogen, diese Reime kommt sie die ganze Zeit. Und bei der einen Stelle jetzt haut sie halt noch einen Vorreim davor. Und zwar Big Waves, surfe Big Waves, 1000 Meter hohe. Was für Trip, ey, das sind Regenbogen.
Strip A, das sind Regenbogen. Big Way, könnte man als achtsilbig definieren. Ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, Alter. Nummer, surfer Big Waves, 1000 Meter hoch. Was für Drip, ey, das sind Regenbogen. Kein Clickbait, real Hits, babe. Ah, sie setzt noch diese Hits. Okay. Clickbait, der Hits, ey. Was für Drip, ey, das sind Regenbogen. Kein Clickbait, real Hits, babe. Bange Deutschrap nur mit Gummi, denn ich will noch keine Kids, ey. No mistakes, dieses Game ist eine Bitch und ich packe seine Pigtails, Moms. Ich pack's an den Pigtail. Das ist schon nice, Digga. Ich sag dir wirklich wahr. So vom Sound her ist es auch so. Ich bin ja jetzt, und das meine ich gar nicht böse, aber dieser Sound von Bad Moms J ist nicht mein Sound. Also diese ganzen Tracks, die sie da macht, das ist, sagen wir einfach mal, ihr müsst permanent wissen, wenn ich das sage, ich kann sie nicht absetzen und ich will sie auch nicht absetzen und ich meine das gar nicht disrespectful. Ich meine das gar nicht böse oder so. Aber diese Brille, ich werde immer im Kopf mir die Frage stellen, wer schreibt ihr die Texte? Und für mich ist ein Künstler immer nur zu 100% ein Künstler und wenn er seine Texte selber schreibt, also ein Rapper. Für mich ist das schwimmt im gleichen Strom. Das ist für mich in meiner Welt nicht wegzudenken, dass ein Rapper, der rappt und Geschichten aus seinem Leben erzählt und das als seine Story verkauft, dass der seine Texte selber schreibt. Ich kann darüber nicht diskutieren halt so, ne? Andererseits, wenn ich einfach als Konsument dieses Produkt hier sehe, ist es halt fucking fresh, Digga. Es ist fucking fresh. Und die anderen Nummern von Bad Moms J waren auch auf ihre Art und Weise fucking fresh, so, ne? Aber das ist halt, das habe ich nicht so gefühlt irgendwie. Das ist für mich so, und auch das meine ich nicht böse, aber das ist halt so, so Schulkids-Mucke. Ich habe halt so das Gefühl, das hören halt die Leute, die Leute, die noch in die Schule gehen und was. Das ist ja auch alles gut. Das ist einfach, ich habe das Gefühl, sagen wir es so, ich bin zu alt für den Scheiß. Digga. Und bei der Nummer erkenne ich aber halt auch diese nicen Reime und das gibt mir halt irgendwas. Mama, guck, dein Girl ist heute ein Rapstar. Okay, die Hook, genau, die ist halt wieder gar nichts für mich. Mama, guck, dein Girl ist heute ein Rapstar. Wer hätte gedacht, dass ich damit mal Cash mach. Aber das mag ich, das ist mega markant, Digga, das ist nice. Zahlen nicht rot, nein, Mann, die sind jetzt Pech, was. Sag ihnen, ob heute läuft nicht so eine Bad Moms. Nicht so eine Bad Moms. Manager sind meine Zahlen und kippen um. Manager sind meine Zahlen und kippen um. Ein paar Mios erste Woche ist das Minimum. Lass die Luft brennen, Junge Hindenburg. Halbe Szene ist auf Schnee wie ein Schlitten. Lass die Luft brennen, Junge Hindenburg. Der Zeppelin, die Hindenburg. Lass die Luft brennen. Halbe Szene ist auf Schnee wie Schlittenhund, finde ich, ist jetzt so vom Vergleich her gesehen eher so ein, ja, Hauptsache, ich habe mal einen Vergleich gekickt. Hindenburg auf Schlittenhund, nicer Reim, aber der Vergleich ist auf Schnee. Das ist ähnlich wie so, ich bin am Ballen und dann füge einen x-beliebigen Fußballspieler ein. Ich bin auf Schnee wie füge irgendein Objekt, was im entferntesten Sinne was mit Schnee zu tun hat, ein. Es ist so, auf Schnee wie ein Schneemobil, auf Schnee wie ein Schlitten, auf Schnee wie ein Snowboard-Pro, auf Schnee wie ein Skifahrer, auf Schnee wie ein Sessellift, auf Schnee wie sonst irgendwas halt. Weißt du, das ist halt austauschbar, Digga. Aber ja. Sind keine Friends, Mann, ja. Guck dich mal selbst an, ja. Höre ein paar Sneak, das ist zwischendurch. Sag doch einmal meinen Namen, ja, ich bitte drum. Gib mir ein Grund, chop, chop. Vor der Tür mit den Jungs, klopf, klopf. Ich mag aber, wie sie betont stellenweise. Vor der Tür mit den Jungs. Gib mir ein Grund, chop, chop. Vor der Tür mit den Jungs, klopf, klopf. Playboys, play bunnies, baby, hop, hop. Bleibe real wie die Boobs unterm Crop Top. Bleibe real wie die Boobs unterm Crop Top. Mama, guck, dein Girl ist heute ein Rapstar. Wer hätte gedacht, dass ich damit mal Cash mach. Zahlen nicht rot, nein, Mann, die sind jetzt pay. Bei der Hook, bei so Hooks, ich bin auch so einer, ich in meiner Welt, nach meinem Musikverständnis oder so wie ich es gern mag, höre ich gerne breit klingende Hooks. Ich mag das, wenn die Hooks irgendwie breit klingen. Also mit mehreren Spuren. Und meine Hooks, ich nehme die halt immer auf. Ich nehme eine erste Lead-Vocal, zweite Lead-Vocal. Also ich doppel die komplette Vocalspur. Und dann mache ich links, rechts.
Oder allein dieses Links-Rechts-Drehen gibt dir halt so ein Gefühl von Breite irgendwie. Und das hätte ich bei der Hook gern gehört, ist aber absolut reine Geschmackssache. Viele machen das ja mit diesen dünnen Spuren in der Hook. Ne? Das ist einfach Geschmackssache. My cash, ma. Zahlen nicht rot, nein, Mann, die sind jetzt pechschwarz. Sag ihnen ab, heute läuft nicht so eine Bad Moms. Nicht so eine Bad Moms. Mama, guck, dein Girl ist heute ein Rapstar. Da ist er, der brennende Fickfinger. Ich schwänge die Hilfiger. Da 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 da